Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu meinem allerersten Schwangerschaftsupdate der fünften Schwangerschaft von uns. Ne? Wir sind ja beide schwanger. Wie von uns? Von dir? Nee, wir sind zusammen schwanger, okay. Oder? Achso, ja. Boah, das kann ich mehr. Also ich habe mir gedacht, ich nehme den Papa dazu. Ich glaube, das wird auch für euch vielleicht interessant und auch für mich auch ein bisschen aus der Sicht vom Mann das zu sehen, wie das so war. Wir werden heute von der fünften bis zur zwölften Schwangerschaftswoche sprechen und so ein bisschen ja, uns zurückerinnern, euch erzählen, wie das war. Und ich habe mir ehrlich gesagt sogar ein paar Notizen gemacht, weil ich schon viele Sachen vergessen habe. Gott sei Dank sind wir Daily-Blogger, dann kann man nochmal dran nachschauen, wie das so ganz war. Kannst du dich noch erinnern, wie es war von ganz am Anfang? Der Papa weiß nicht mal mehr, was gestern war. Wie heiße war. Ich? Nein, der vergisst so schnell Sachen. Na, vergesse ich nicht, aber wie meinst du, wie es am Anfang war? Der Schwangerschaft, wie es war. Wir haben schon geplant, oder? Ja, super. Ja, fangen wir ganz am Anfang an. Also, genau. Da ist sie ausgezogen, ich habe sie ausgezogen. Nein, so nicht. Also die Schwangerschaft war geplant, hat gleich beim ersten Mal geklappt, beim ersten Versuch geklappt. Und ja, deswegen für uns auch immer wieder eine Überraschung, wow, schnell. Aber ja, das ist halt bei uns so. Noch immer in guter Form. Du hast gesagt, wir waren überall, dass es so gut geklappt hat. Bist du? Bravo! Ich habe dich nicht für diese lustigen Einwürfe mit in dieses Video geholt. Du musst auch mal... Soll ich das hin lassen? Schauen wir dann. Ja. Auf jeden Fall, ja. Hat halt ziemlich früh geklappt, aber naja, wie es halt so ist, man, der geht ja nicht gleich davon aus. Aber ich habe mich auch bemüht, dass es... Gata, bitte. Dass es gut klappt. Nee. Okay. Ja, auf jeden Fall hatte ich so eine leichte Vorahnung, dass ich schon schwanger bin. Habe aber noch nichts gesagt. Also ich hatte so ein leichtes Unterbauchziehen. Das ist so in der Höhe von den Eileitern. Da habe ich schon gemerkt, da zwickt es ein bisschen. Und da habe ich mir schon gedacht, vielleicht bin ich ja schwanger, habe aber trotzdem noch gewartet. Also ich habe das so, glaube ich, in der dritten Schwangerschaftswoche gemerkt. Habe aber noch ein paar Wochen, also zwei Wochen gewartet, bis wir uns einen Test gekauft haben. Und der war ja dann da tatsächlich in der fünften Schwangerschaftswoche positiv. Trotzdem war es für mich so, oh mein Gott, es hat wirklich geklappt. Wie war's? Du hast nichts gesagt. Du hast nichts gesagt. Dass du spürst, dass du vielleicht schwanger wirst. Naja, es kann dieses Unterbauchziehen, kann auch andere Sachen. Dass zum Beispiel, dass die Tage kommen, könnte es auch bedeuten oder so. Deswegen, ich wollte jetzt nicht so ein Fass aufmachen. Aha. Aber es war auch für dich überraschend, oder? Also ich habe im Bauch nichts gespürt eigentlich. Nur ein bisschen Hunger damals. Aber wie war es? Die Mama so viel. Oh mein Gott, das hat wirklich so schnell geklappt. Also man ist dann doch schon über... rumpelt, weil man nicht denkt, dass es sofort klappt. Gell? Man denkt sich so, ja, jetzt passt. Also ich habe auch nicht gedacht, dass es so gut und schnell klappt. Ja, weil ich auch ein bisschen älter geworden bin. Ist das ja mit dem Alter nicht so. Vor allem wir sind voll viele Fragen auch immer, wie alt wir sind. Also ich bin 35. Ich bin 39. Ja, wenn das Baby dann zur Welt kommen wird, sind wir noch 35 und 39 und dann kurz darauf, danach. Wird man 40 und 36. Genau. 40. Naja, wir sind eigentlich doch jung. Ich finde, voll viele bekommen mit diesem Alter ihr erstes Kind. Also wir haben Freunde, die schon... Ja. Nein, es ist nicht so schlimm. Also ich finde es nicht, dass wir bist alt du Nummer 8 sind. Haben wir haben eine... Hey, das war jetzt, glaube ich... Also schauen wir mal. Auf jeden Fall, wir haben eine Party sehr früh bekommen. Da war ich 19, als er zur Welt gekommen ist. Und der Papa war 23. 22? Nein, 22. 23, als er zur Welt gekommen ist. Ach so, ja, stimmt. Okay, wir schweifen vom Thema ab. Genau. Fünfte Schwangerschaftswoche haben wir halt den Test gemacht. Und da ich halt schon dieses leichte Unterbauchziehen hatte, ja, habe ich schon eine kleine Vermutung gehabt. Und ja, tatsächlich schwanger. Oh mein Gott. Aber ich habe mich super toll gefühlt. Und da hatte ich noch gar keine Anzeichen, außer dieses leichte Ziehen, dass ich... Also keine schlechten Anzeichen. In der sechsten Schwangerschaftswoche habe ich mir aufgeschrieben, da habe ich schon in den Vlogs darüber berichtet, also dass so eine leichte Übelkeit jetzt kommt, da war ich schon ein bisschen traurig, wer sich noch an die letzte Schwangerschaft mit der Luisa erinnern kann, dann ging es mir ja so schlecht. Ich hatte Hyperemesis, das ist dieses starke Schwangerschaftserbrechen. Und ich dachte, oh Gott, lieber Gott, bitte nicht noch einmal, das halte ich nicht aus. Und wahrscheinlich hat der Papa dasselbe gedacht, weil für ihn war das auch ein Trauma. Also das war bei mir eigentlich die größte Angst, dass es wieder
diese Hyperemesis zurückkommt. Ja, zurückkommt und das ist schon schwer zu zuschauen, wie der andere sich quält mit diesen Schmerzen und Erbrechen und die Geräusche an sich, die sind. Das ist wie in einem Horrorfilm. Naja, und das ist auch stressig für den anderen, weil der andere fällt komplett aus. Also der Papa musste bei der Luisa zu Hause bleiben, die Schwäche und Haushalt schmeißen. Und ich war zweimal im Krankenhaus damals, deswegen haben wir schon gedacht, oh nein, bitte nicht. Hatte auch schon so eine leichte Kurzatmigkeit und leichte Geruchsempfindlichkeit. Viele Schwangere kennen das. Man kann, es fangen schon an, so leichte Gerüche einen zu stören, aber es war halt, wie gesagt, am Anfang war es nur sehr, sehr leicht. Mhm. Ich habe gesehen in den Vlogs, ich habe noch ziemlich aktiv am Familienleben teilgenommen. Wir haben noch zusammen Abend gegessen. Wenn du was gekocht hast, konnte ich noch um dich sein, mit dir sein oder mit der ganzen Familie. Und so, wir waren noch mal einkaufen. Also da war es noch wirklich so ein Anfangsmodus. Ich habe aber schon gesehen, dass ich angefangen habe, so Süßigkeiten zu kaufen gegen die Übelkeit. Mir hat halt immer Süßigkeiten geholfen. So, man auch so Naschereien und süßes Essen, wie zum Beispiel süße Krapfen oder solche Sachen. Und, ja, das stimmt schon. Du hast aber viel Süßes gegessen, das stimmt ja. Ja. Und da hat schon die Fischmecksucht begonnen. Ich habe wirklich locker 2 Wochen, jeden Tag Fischmeck gegessen. Wir sind dann wirklich jeden Tag zu McDonald's gefahren, von der 6. und in der 7. Schwangerschaft. Also wirklich jeden Tag. Schatz, mir ist so übel, bitte können wir zu McDonald's. Und Fischmeck war die Lösung. McDonald's hat wegen uns schwarze Zahlen geschrieben. Ja, genau. Also wirklich, das war so krass. Ich war ja froh, dass der McDonald's schon offen hatte. Aber war Fischmeck. Und ich konnte da zu der Zeit noch Pommes essen und Cola trinken. Da habe ich immer Cola dazu getrunken und Pommes gegessen. Selbst die von Schalter. Jedes Mal, wenn wir vorbeigefahren sind, hey, wie geht's euch? Hallo. Schon lange nicht mehr gesehen. Wir waren schon peinlich. Ich dachte mir, was denkt sich diese Frau? Was ist mit dieser Frau los? Warum kocht die nicht selber? Geht die jeden Tag zur McDonald's? Küche oder was? Ja, was stimmt nicht mit euch? Naja, auf jeden Fall. Was habe ich denn da aufgeschrieben? Fischmeckliebe war sehr groß, ja. Aber wie gesagt, es war halt noch nicht so intensiv. Und in der 7. Schwangerschaftswoche war ich dann auch das erste Mal beim Frauenarzt und habe halt schon das Baby gesehen. Also sowas ganz Kleines. Man hat es auch schon so ein bisschen flackern gesehen. Das Flackern ist halt das Herz. Und das sind halt so das erste Anzeichen, dass die Schwangerschaft, denke ich, also, dass es keine Eileiterschwangerschaft oder dergleichen ist. Und da war ich schon beruhigt. Dass es geklappt hat. Ja, genau, die erste Bestätigung, dass es geklappt hat. Ja, und dann ging es halt los. 8. Schwangerschaftswoche. Ich habe ja viel recherchiert und, also bei Luisa damals schon, und man sagt, dass in der 8. Schwangerschaftswoche bis zur 10. die krasseste Übelkeit da ist, weil der HCG-Wert steigt enorm. HCG-Wert, das ist einfach so ein Wert, an dem man misst, ob die Frau schwanger ist. Das kennen auch sehr viele künstliche Befruchtungen, Frauen. Da wird zum Beispiel am Anfang gar nicht nur auf den Schwangerschaftstest geschaut, sondern dann wird einfach im Blut der HCG-Wert gemessen, wie krass der steigt. Wenn er schnell steigt, ist es ein gutes Zeichen, die Schwangerschaft bleibt erhalten. Wenn er nicht so gut steigt, ist es nicht so gut. Meistens geht das Baby dann verloren, Fehlgeburt. Und halt in der 8. bis zur 10. Schwangerschaftswoche steigt der immens, der verdoppelt sich quasi wirklich pro Tag so krass. Und deswegen ist der Frau so schlecht, sagt man. Na, es gibt viele Mythen, manche Frauenärzte sagen was anderes, aber deswegen, ich kann das bestätigen, von der 8. bis zur 10. Schwangerschaftswoche ging es mir am schlechtesten. Da, in der Zeit war ich im Krankenhaus. Ich bin froh, dass ich keine Frau bin. Ja, kann ich mir mal vorstellen. Auf jeden Fall in der 8. Schwangerschaftswoche ging es mir dann so, so schlecht. Da habe ich schon langsam angefangen, sehr, sehr empfindlich zu sein. Vor allem am Abend bin ich mir dann schon sehr früh, habe ich mich zurückgezogen. Ich habe es nicht riechen können, wenn der Papa irgendwas mit Zwiebel und Knoblauch gekocht hat. Und habe schon nicht mehr so aktiv am Familienleben teilgenommen. Habe ich immer wieder zurückgezogen. Und habe dann auch angefangen mit dem Erbrechen. Und das war dann so, so schlimm. Da habe ich so, so schlimm erbrochen an einem Abend, dass ich schon Blut erbrochen habe. So richtige, so viel einfach schon. Weil wenn man so oft bricht, dann ist die Speiseröhre schon überreizt. Erstens vom Essen, dass er einmal runter und wieder raufkommt, und von der Magensäure, die auch mit draufkommt. Und das tut dann richtig weh. Also das Schlucken tut weh und es tut einfach weh. Ja.
Und da sind wir ins Krankenhaus gefahren und die haben mich dann dort behalten, weil ich halt auch dehydriert war, weil ich wieder so viel erbrochen habe. Da hat sich der Papa wieder erschrocken. Ja, das war ganz, ganz schrecklich. Also als ich den Blut in Klohmuschel gesehen habe, da habe ich mir auch voll erschrocken und habe auch volle Panik bekommen, weil ich nicht gewusst habe, okay, wie schaut denn jetzt aus? Also was ist denn das? Weil so viel Blut ist es auch nicht normal. Also wenn es ein bisschen Blut ist, ist es okay. Aber das Mal war wirklich sehr viel und da habe ich selbst Panik gehabt. Dann sind wir ins Spital gefahren und zu Corona-Zeiten ist es ja auch immer sehr spannend. Also am Anfang, ich wurde auch auf Corona getestet. Mir wurde so ein Abstrich gemacht, aber ich war halt negativ. Und der Papa durfte nicht mit rein. Bei Luisa damals durftest du mit rein, aber jetzt musste er draußen warten. Er hat eine Stunde draußen gewartet. Wie gesagt, du kannst nach Hause fahren, ich muss da bleiben. Ja. Für die Leute, die mir schon länger folgen, wissen ja, ich habe die Luisa sehr lange gestillt und damals, weil sie so stark gebrochen haben, haben wir auch für uns den Entschluss gefasst, dass jetzt der richtige Moment ist, sie abzustillen, und das war halt auch ein richtiger Entschluss, aber es war auch ein sehr harter, also für uns, wir mussten sie zusammen abstillen. Wir haben quasi das mit dem Krankenhaus genutzt und haben gesagt, so, die Luisa wird jetzt komplett abgestillt, hat aber gut funktioniert. Ich meine, der Papa hat 2 oder 3 Höllennächte hinter sich. Ja, das war ganz hart. Also der erste Nacht war, kann man nicht Nacht nennen. Das war, sie ist bis, glaube ich, 4 Uhr, 5 Uhr in der Früh munter geblieben. Sie hat nur geweint und nach Mama gesucht. Und Titis und dies und das. Und irgendwann einmal ist sie doch eingeschlafen. Ich war auch ziemlich kaputt, weil das ganze Haushalt und dann das ganze Familienleben, ne? Und die Routine geht dann natürlich immer weiter. Also das Leben geht weiter, so wie es vorher war. Nur, ja, ich war sehr müde. Sehr müde und so keine Power mehr. Aber irgendwie habe ich durchgeschafft. Die zweite Nacht war auch so ziemlich hart. Also sie ist dann nur, glaube ich, bis 2 Uhr, glaube ich, munter geblieben und auch geweint. Und dann ist es immer besser geworden. Also das war auf alle Fälle sehr hart. Auch der ganze Haushalt und auch mit Kochen und auch die Luisa. Kinder, ja, man hat die Kinder noch, die essen wollen. Und die Luisa in dieser Zeit, wo die Mama nicht da war, sie war sehr anhänglich. Also da wollte die ganze Zeit nur bei mir Hobby bleiben. Ja. Das war wirklich eine Zeit, die ich nicht vergessen werde. Ja. Na, vor allem, die Kinder durften mich, also man durfte, wegen Corona darf man keinen Besuch empfangen. Das heißt, die Kinder konnten mich auch nicht sehen, die Luisa konnte mich nicht sehen. Wir haben schon ein paar Mal FaceTime, also gefacetimed, aber ist halt auch für sie, sie hat es nicht verstanden. Aber ich sag mal so, das war ein Moment, den wir nutzen mussten und wir haben sie jetzt abgestillt. Und dann, als ich zurückgekommen bin, hat sie, ich glaube, nur 1-2 Mal danach Tizi gefragt und dann hat es eigentlich super geklappt. Irgendwie war es gut so und sie kann jetzt super gut einschlafen, sie braucht keine Einschlafhilfe, gar nichts. Sie hat keinen Schnuller, keine Flasche, gar nichts. Und ja, ich war einfach auch, das war der richtige Moment, weil ich war auch so schwach, dass ich jetzt nicht noch die Luisa hätte stillen können, weil im Krankenhaus ging es mir dann so, dass mir der ersten Tag super gut ging. Ich bekam dort ziemlich gute und starke Medikamente. Man bekommt dort so dieses Zofran, das kennen viele vielleicht. Das ist so ein Medikament, das Chemopatienten bekommen, wenn sie so starke Übelkeit haben. Das ist das Einzige, was bei mir geholfen hat. Und das habe ich dann bekommen. Aber das hat nur einen Tag gewirkt und den zweiten Tag nicht mehr. Was ich auch später jetzt so draufgekommen bin, ich habe im Krankenhaus Schonkost bekommen und zu Schonkost gehört Kartoffeln. Also ich habe zu jedem Mittagessen und Abendessen immer irgendwas mit Kartoffelsuppe oder Kartoffeln mit irgendwelchen Soßen bekommen. Und ich bin später darauf gekommen, ich vertrage keine Kartoffeln. Ich glaube, es liegt an der Stärke. Eventuell, weil der Körper geschwächt ist und er die Stärke aus der Kartoffel nicht spalten kann. So meine Vermutung, und was mir auch viele Abonnenten geschrieben haben. Auf jeden Fall habe ich dann nur Kartoffeln bekommen. Und ich habe am zweiten und am dritten Tag im Krankenhaus so viel erbrochen, dass ich gesagt habe, bitte Leute, darf ich nach Hause? Weil was soll ich hier machen? Also die Medikamente helfen nicht, ich liege hier nur. Ja. Und es war auch schwierig, weil ich lag auch mit anderen Damen im Zimmer. Eine war ein bisschen alt, die hat halt nicht alleine auf Toilette gehen können. Die hat dann halt dort im Zimmer ihr Geschäft verrichtet. Und ich war so geruchsempfindlich, dass während sie ihr Geschäft gemacht hat, bin ich auf Toilette gerannt und habe geschrieben. Natürlich haben mich die Schwestern dann versucht, auf ein anderes Zimmer zu immer wieder zu bringen. Aber ich habe gesagt, ich möchte bitte nach Hause, weil es hat keinen Sinn, hier zu bleiben. Ja,
ich muss das. Die Ärzte waren auch diesmal, also bei Luisa waren sie verständnisvoll, aber hier waren sie so, naja, da hilft halt nichts, da müssen sie das jetzt halt aushalten. Da habe ich mir gedacht, okay, dann gehe ich nach Hause und halte ich das dann halt aus. Bin dann nach Hause gekommen, dann war ich hier schon in der 9. Schwangerschaftswoche und ja, das war eigentlich die schlimmste Zeit, da habe ich nicht mitgevloggt, also da gab es auch keine Videos, der Baba hat auch nicht gevloggt. 9. Woche, 10. Woche. Na, aber dafür gab es keine Zeit und auch keinen Kopf. Also. Nein, also mir ging es wirklich von morgens bis abends super schlecht. Ich habe immer wieder erbrochen, mal nicht. Und ja, es war halt nicht so eine schöne, rosige Zeit. Deswegen, was soll ich da großartig vloggen? Aber war den Haushalt irgendwie geschmissen mit den Kindern und ich bin in meinem Zimmer gelegen, gekauert. Also es können sich viele vielleicht nicht vorstellen. Es ist ja nur eine Übelkeit, aber es ist nicht nur so eine Übelkeit, es ist so, man fühlt sich so schlecht, so nutzlos und dieses ständige Unwohlsein im Körper, das macht so viel mit einem. Man ist, der Körper ist ständig in so einem Krampf drinnen, man schwitzt, man hat Schüttelfrost, man ist, ja, ich man kann sich auch den Tag nicht freuen. Also wenn ja, man kann sich genau, das ist unbeschreiblich einfach. Man kann es wirklich manchmal nicht in Worte fassen. Man wartet schon, man weiß schon, okay, es ist 2 Uhr. Bei mir ging es ja am Abend immer sehr schlecht. Man hat den Tag irgendwie so durchgeharrt. Gefrühstückt habe ich ein bisschen was Kleines. Dann habe ich mich wieder hingelegt. Das Verdauen war ein Prozedere. Und dann Mittagessen vielleicht was Kleines. Und ab 2 Uhr habe ich gewusst, so, jetzt esse ich nichts mehr, weil dann muss ich wieder brechen. Und mir war lieber, ich habe nichts im Magen oder bevor ich irgendwas drin habe und das wieder raus muss. Und habe dann einfach gewartet, so, okay, jetzt wird es 3 Uhr und jetzt fängt die Übelkeit an, die starke. Und dann liegen von der Seite zu der Seite, irgendwelche Serien geguckt, wenn nicht ausgeschalten. Rollos immer ganz runter, ich habe immer alle gebeten, bitte seid leise, Kinder, ich kann das Geräusch nicht aushalten. Und geruchsempfindlich, also wenn der Papa zum Kochen begonnen hat, boah, ist das schlimm. Ihr wisst, alle, ich koche immer mit Zwiebeln und Knoblauch. Das war wirklich furchtbar, ich habe das wirklich bis ins Zimmer gerochen. Ich habe mir dann so Parfum auf meine Decke getan und sie bis zum Hals so zugerochen. Wenn ich auf Toilette musste, habe ich die Luft angehalten, bin schnell vom Schlafzimmer zur Toilette gelaufen, habe Pipi gemacht, wieder Luft angehalten und zurückgelaufen. Krank, also man fängt dann auch schon, sich so Tricks beisammen zu legen. Manchmal haben Marillen geholfen, dann habe ich nur Marillen am Abend gegessen, dann war Marille vorbei, dann habe ich Marillen gespieben, gut, Marille, Saison ist vorbei, dann Kirschen, man probiert wirklich alles aus und versucht sich so einen leichten Trick rauszubekommen. Ja, so hieß das einfach. Das war halt eigentlich so und dann ab der, ja, ich sag nur so, ab der 10. Schwangerschaftswoche war es dann eigentlich fast okay. Es gab gute Tage, oder? Es gab schlechte Tage. Es sind immer weniger. Also die schlechten Tage sind immer weniger geworden. Genau, es war immer besser. Also es war bei dieser Schwangerschaft bei Gott nicht so intensiv wie bei der Luisa. Mhm. Bei der Luisa war es wirklich täglich. Da habe ich auch nicht mal Wasser in mir behalten. Bei dieser Schwangerschaft war es auf jeden Fall nicht so intensiv. Viel, viel, viel besser. Ich hatte zwischendurch auch gute Tage, wo ich auch mal draußen mit der Familie sitzen habe können. Dann gab es aber auch wieder Tage, wo ich aufgewacht bin und gewusst habe, oh, der Tag wird nicht so gut, also, mir ist so schlecht. Und dann bin ich wirklich nur im Bett gelegen und habe was gemacht. Ja, und das hat uns eigentlich alle am meisten gefühlt, dass du ausgefallen bist und nicht mit uns bist. Ja, ich konnte wirklich nichts mit den Kindern machen. Ich habe die Luisa, glaube ich, seit Wochen nicht mehr gewickelt. Ich konnte den Geruch nicht ertragen. Also solche Kleinigkeiten, die auch dazugehören oder auch mit der Familie zu sitzen. Wenn ich sage, nicht einmal Abendessen oder Mittagessen oder irgendwas. Überhaupt kein Essen. Ich habe immer alleine gegessen in meinem Zimmer. Und diese Isolation macht einen auch traurig. Also man denkt dann auch dran, oh, wie schön wäre das jetzt, rauszugehen, mit der Familie spazieren gehen, was essen. Dann denkt man schon an Essen, wird einem wieder schlecht. Also irgendwie so voll die ganze Zeit so. Und dann hart man... Man harrt eigentlich von Woche zu Woche aus und man denkt nach, welche Woche ist jetzt? Oh, 10. Okay, es wird schon besser. Aktuell bin ich jetzt dato in der 14. Schwangerschaftswoche. Gott sei Dank. Und mir geht's aktuell schon wirklich super gut. Es ist wirklich, man merkt von Tag zu Tag, wie es mir besser geht. Ja, meine Routinen haben sich auch schon geändert, aber das kommt dann im nächsten Video. Und ja, das Gröbste haben wir überstanden. Genau, die Mama ist wieder aktiv mit uns. Ja. Sie frühstückt mit uns, Mittagessen eher so und so, abends sowieso nicht, aber zumindest Frühstück. Ja, abends kann ich noch immer nicht mit der Familie essen. Ich kann auch nicht so gewürzte Sachen essen, ich esse immer mein eigenes Zeug. Außer wenn wir zum Außerdem frühstücke ich noch alleine, weil ich frühstücke sehr, sehr früh, weil ich wache, ich
gehe immer noch sehr früh ins Bett. Ich habe eigentlich zu diesen Personen gehört, die früher um 3 Uhr in der Nacht einschlafen bin. Und jetzt bin ich die Erste, die schläft um 9. Aber wir kommen auch danach, kurz 9:30. Ja, also ich bin die Erste, die schläft, dann bringt der Papa die Luisa. Das hat sich so ein. Und dann habe ich eine Stunde nur für mich. Das war früher gar nicht so, gell? Nein. Du warst nicht immer der Erste, der eingeschlafen ist. Naja, so ist unser, hat sich unsere Routine verändert. Aber wie gesagt, es geht mir jetzt gut und dem Papa geht es auch wieder besser. Uns wobei, er macht immer noch sehr viel. Also kochen kann ich noch immer nicht für die Kinder, das ist noch immer nicht drin. Aber ja. Deswegen ist er eine Familie, oder? Also, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Das ist eigentlich hier schon am Ende. 5. bis 12. Schwangerschaftswoche haben wir so im Groben zusammengefasst. Ich habe doch was ganz, ganz Wichtiges vergessen. Und zwar zeige ich ja immer in den Schwangerschaftsupdates meinem Babybauch, wie er aktuell ausschaut. Und das habe ich diesmal vergessen. Deswegen holen wir das jetzt nach. Ich zeige euch meinen Babybauch. Der ist nämlich schon relativ groß gewachsen. Werde euch auch ein Bild einblenden, wie der Bauch in der 12. Schwangerschaftswoche ausgesehen hat. Und mein aktuelles Gewicht, also mein Startgewicht war ja 72 Kilogramm. Und aktuell habe ich 74 Kilogramm. Es ist so, dass ich durch das ständige Erbrechen in der im ersten Trimester 2 Kilo verloren hatte. Aber die habe ich ja jetzt wieder drauf und extra noch 2 Kilo dazu. Also alles halb so schlimm. Deswegen ja, zeige ich euch jetzt auf jeden Fall mal den Bauch. Also das ist der Bauch jetzt in der 14. Schwangerschaftswoche sogar. Ich werde euch natürlich hier ein Bild, Vergleichsbild einblenden, damit ihr euch ein Bild machen könnt, wie es jetzt in der 12. Schwangerschaftswoche ausgesehen hat. Wie man merkt, einen kleinen Unterschied gibt es da schon. Ja, auf jeden Fall habe ich eine große Kugel und das Baby ist brav und wächst und ich freue mich sehr. Und ja, wir freuen uns schon auf unser Baby. Oh, wir werden euch im nächsten Schwangerschaftsupdate werden wir euch schon vielleicht das Geschlecht verraten. Einige vielleicht wissen es vielleicht schon. Wir wissen es nämlich schon ein bisschen. Ihr wisst es noch nicht. Na gut, meine Lieben, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video. Tschüss! Tschüss.